Ja, servus meine Freunde, willkommen zu Summoner Swarm. Zuerst mal ganz kurz ins Kistchen reingucken und dann in die Wünsche. Ich hoffe, ich denke dran, dass ich alle meine anderen Wünsche vorher eingeblendet habe, die ich jetzt die letzten Tage gemacht habe, auch wenn da überhaupt nichts dabei rumgekommen ist. Mal hier die dummen Pop-Ups wegdrücken. 5 Wünsche. Oh, stopp. Ach, jedes Mal. Es kommt immer so ein Funken Hoffnung und dann kommt doch nur 10.000 Mana oder 15 Energie dabei rum. Das sieht nach Energie aus. Ja, Mist. So den einen Sprung hat er nicht mehr sich getraut. Ich müsste so ein Glücksradgeräusch hier einbinden. Das sieht wieder nach Energie aus. Na klar. 2 haben wir noch. Vielleicht kriegen wir mal neben der Energie irgendwas anderes. Apropos Energie, wir können gleich mal gucken, ob ich endlich die 2... Was war denn das für ein Beschissen? 15 Kristalle, schon mal besser. Ein Teammate, viele Grüße, Donatera, hat hier aus dem Brunnen Syros gezogen. Ich habe irgendwie Lecks, aber es gab nochmal 15 Energie. So, dann können wir hier in dem Event schon mal die Legendäre umtauschen. Ist im Postfach. Und wie viel haben wir dann noch? Noch 123, das heißt, wir können noch eine der mystischen mitnehmen. Machen wir mal. Und dann wollten wir uns mal, oder wollte ich mir mal mit, ach du Schande, was ist denn jetzt alles offen? Dungeon, Regenbogenmon habe ich heute Morgen schon gehabt. Das brauchen wir nicht. So, wo ist denn die neuen Herausforderungen? Die neuen Missionen sind da. Das hier sind die normalen. Wir machen mal durch, weil ich habe es mir tatsächlich ehrlich gesagt noch nicht angeguckt. Es kam die Tante hier, die mich vollgetext hat, und es war wieder so unendlich viel Text, da hatte ich keine Lust, es zu lesen. Darum sammeln wir erstmal die 30 Energieruhen ein. Huh, du bist gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Bla bla bla. Fatalruhen-Set und Klingeruhen-Set müssen wir auf ein Monster setzen. Dann nehmen wir einfach mal irgendein x-beliebiges Monster. Wir sind hier schon Ruhe. Guck mal, hier sind sogar Fatal und Klinge drauf. Ist jetzt egal. Ich hoffe, dass das langt, wenn ich jetzt... Attack Speed ACC, das war die hier. Gravieren und dann die Fatale. Müsste das Speed an. Ja, okay. Mal gucken, ob das hier schon langt. Ja, sehr gut. Machen wir das mal hier ein bisschen gemeinsam durch. Einsammeln, okay. Und einsammeln. Okay. So, die nächste Aufgabe. Runenaufwertung. Werte eine Fatalrune dreimal auf. Werte eine Klingerune dreimal auf. Das kriegen wir doch noch schnell hin. Tägliche Mission. Können wir auch erstmal die Dinge einsammeln. So. Gehen wir gerade nochmal zur... Wie heißt sie eigentlich? Kamiya. Bei einer Fatalrune passt das hier. Weil die können wir tatsächlich schnell auf 12 bringen. Da wäre toll, wenn jetzt Attack drauf kommt. Crit-Schaden haben wir. Von mir aus auch Crit-Rate. Halt irgend so ein... Also als allererstes mal ein Prozentwert. Na komm, mach jetzt wegen dem 10 nicht so rum. Das Runenaufwerten ist so eine Bitch manchmal. Gleich drücke ich es weg. Ich
Ich wollte sie eigentlich nur schnell auf 12. Aha. Geht doch, man muss nur meckern. So. Mal gucken, ob das. Mal ein Schlückchen nebenbei getrunken. Es kostet so viel Kraft, auf die Runen zu warten. Ey. Komm, spring einfach auf 12. Und ich weiß ja jetzt, was passiert. Sie springt auf 12 und es kommt irgendein Fletz da drauf. Okay, Crit-Rate ist nice. 3% ist Kacke, ist der Mindestroll. Aber ist eine schöne Attack-Rune jetzt geworden. Können wir gerade mal gucken, was die Madame Crit-Rate ist. Okay. Für dafür, dass sie nur so Trash-Runen gekriegt hat. Oh, guck mal. Und das hier auch noch. Die können wir auch schnell auf 12 machen, wobei das hier tatsächlich eine Kackrune ist. Da ist dreimal HP wahrscheinlich gerollt. Schlecht. Schade. Ich meine, die müsste jetzt auf Speed gehen, dass die gut wird, die Rune. Na gut, dann aufhören, dann hast du es davon. Wir wollen weiter vorankommen bei den Missionen. So. 50 Energie. Hallo. Das Item wurde in meinen Briefkasten geschoben. Oh. Regenbogenmons, was man hier alles bei dem Kram kriegt. Dann dieses Mal gebe ich dir. Oh, eine mystische. Zum Runenfarm. Hole dir 2 plus 3 Sterne Energieruhen. Aha. Energierune oder höher mal 2 im Szenario. Ja, dann. Machen wir das auch mal schnell. Ich bin gespannt. Das sieht so heftig aus, wenn da so viele Monster sind. Ich habe keine Ahnung. Nehmen wir den. Die trainiere ich, packe ich vielleicht noch. Durant, wie auch immer er heißt, Durant, nenne ich ihn jetzt mal. Durant hat jetzt ja auch jeder als Freund gekriegt, ein Fatal-Leo. Wir können mal mit ihm kämpfen. Fatal-Klinge ist er. Ich meine, Leo ist ein heftiges Monster. Gucken wir mal. Hier, Durande. Ich bräuchte auch mal wieder so ein cooles Nat 5. Sowas wie Leo zum Beispiel. Ciao, habe ich ja tatsächlich immer noch nicht auf 6 Sterne gemacht. Also ich habe ja eher hier meinen zweiten Lucian und die Light Darks, die ich da noch habe. So. Mit Sicherheit kriegen wir jetzt keine 3-Sterne-Rune, sondern irgendwas, so keine Ahnung, so die Baubruchstücke oder wie sie auch immer heißen. Doch, yeah, können wir verkaufen, wiederholen. Ach, Durande kann ich auch nur einmal am Tag nutzen. Okay, dann finde ich das sogar fair. Haben wir von irgendwem einen, den ich sonst nicht benutze? Ich nenne meine Freundesmonster meist. Oh, Musikstyle habe ich gesehen, hat den Ninja drin und Karthus den Samurai. Den Ninja können wir tatsächlich mal spielen. Angriffstempo erhöht. Pardon, wenn ich euch hier mit meinem Schokotrink in das Mikro schlürfe. Aber ich hab Durst. So, ich bin gespannt. Hoffentlich kriegen wir wieder eine 3-Sterne-Rune. Dann haben wir nämlich das Quest auch erfüllt. Kriegen die mystische und dann können wir immer hinten raus nochmal das machen. Also ich finde es ja nett. Es ist zwar wieder Beginner-Content, den sie hier reinpacken. Beginner, Midplay, wie auch immer. Also ich finde es aber schon gut, dass immer was Neues kommt, dass auch Spieler nachkommen. Also ich finde, da machen sie echt schön weiter. Ich würde mir natürlich, da ich so langsam im Endgame ja angekommen bin, würde ich mir tatsächlich ein bisschen Endgame 6 Sternemonster und sowas wünschen. Huh, nee, da wollte man nicht hin. So.
einsammeln. Was müssen wir hier machen? Ich sehe, du hast einige Monster gefangen. Abschlussbelohnung, was? Du kannst als auch. Denn du kannst sie als Aufwertungsmaterial unabhängig. Muss ich jetzt. Habe ich jetzt ein Devilmon gekriegt oder muss ich jetzt. Die sammeln wir mal, die sammeln wir mal. Das und das. Heute ist TOA Reset. Ihr seht, hinten geht's die ganze Zeit. TOA 100. Ich könnte ihn auch jetzt die nächsten Tage mal machen. Also was ich, wenn ich jetzt hier, wir hauen erstmal die 10 Beschwörungen raus. Sehr schön. Höllenhund. Ich habe gesehen, ich habe andere Höllenhunde da. Im schlimmsten Fall, mein Tag ist schon voll, aber ich könnte jetzt einfach am Tag weiter basteln. So. Aufwerten. Ich denke, das hier wird das Einfachste sein, irgendwie Szenario farmen und dann hat man die Quest erfüllt, wenn man gerade nichts Richtiges hat. Abschluss Fatalruhen. Kriege ich jetzt 3 Sterne? Wow, Fatalruhen-Set. Wie viel ist denn das noch? So, was haben wir? Fatalrune oder höher anlegen. Vierer-Set und Klinge. Das habe ich doch schon gemacht. Nehmen wir hier das dumme Set hier mit. Hallo? Ich habe keinen Platz mehr in meinem Runeninventar, sehr schön. Ah doch, 2 haben wir noch. Aber wir machen dasselbe wie eben. Oder haben wir irgendwo. Ich klatsche da jetzt einfach mal Klinge Fokus drauf. Und ich sehe, mein Loot Chest kam gerade per Post. Gravieren. Guck mal, das ist sogar eine vernünftige Rune, auch wenn er den Lucian ich sehr, sehr schnell spielen werde. Und nicht mit Dev. Hallo? Okay, die Rune war auch. So. Mission erfüllt. Gleich 2. Achso, ja. Das waren ja wieder 2. Einsammeln. Oh, gibt 100.000. Hey, was man da alles kriegt. Einsammeln, 100 Energie. Da kann ich bis ins Unendliche dann langsam spielen. mach weiter. Erreiche plus 9 mit der Rune 2. Nein, habe ich doch gerade eben. Also, aufruhen. Dann hätte ich doch. Mal gucken, ob ich noch irgendwo. Ja, da mit Sicherheit nicht. Ja, guck mal hier. Kacke, ist schon 9. Ich mache halt die meisten Runen direkt auf 9. Vielleicht bei ihm. Nee. Du vielleicht? Die ist schon 9, die ist schon 9. Meine Fresse, das ist nervig. Okay, hier haben wir irgendwas. Achso, das ist die Lucian-Rune.
Okay, wir gucken, ob wir irgendwas finden, was aufwertenswert ist. Okay, die hier könnten wir aufwerten auf 9. Da könnte jetzt auch Speed drauf kommen. Dann 6 Sterne HP ist doch halbwegs in Ordnung, auch wenn da nur Schrott drauf ist. Das heißt, wir fangen mit Rune Nummer 6 an. Und es dauert und dauert wieder. Gut, dass wir genug Mana haben. Wir probieren es noch einmal. Ich unterbreche das manchmal, weil ich Hoffnung habe, dass es dann irgendwie geht, aber es ist ja auch einfach nur random und Glück. So, Speed wäre toll. Na, mach schon. Juhu. Ich da, ich muss echt mal Runen wieder aussortieren. Ich tue mir nur, ja, hier ist das letzte Mal, aber trotzdem können wir die hochmachen, wenn die schon auf 6 ist. Mal guck, die ist ordentlich, die Rune geht gleich beim ersten Versuch hoch. Also hier ist einmal Crit-Rate hochgegangen und einmal das. Jetzt wäre toll. Auch hier wünsche ich mir natürlich Speed, Attack und Crit. Crit-Schaden wäre halt noch in Ordnung, aber Speed ist jetzt das Wichtigste eigentlich. Und dann suchen wir noch eine Rune auf Platz 2. Dann haben wir auch die Quest erfüllt. Na, hör schon auf. Oh, Death. Ich meine, HP-Death, die Kombination ist auch ein echt hoher Roll mit 8%. Das ist schon nice. Oh, guck mal, die ist schon auf 7. Speed ACC. Das ist eine schöne Rune. Auch wenn ich auf der 2 lieber Speed an sich habe, aber 35% HP und sie geht direkt hoch. Das ist ein Curve. Was würde ich mir jetzt hier wünschen? Im Endeffekt ist es egal. Es könnte halt ein Prozent ist wichtig. Das ist schon mal das Wichtigste. Wenn irgendein Attack, also Attack, ah, nicht Flat Attack. Aber Quest erfüllt. Heißt, wir kriegen 1, 4, 2 Sterne Regenbogenmonster. Okay. Jetzt erwecken. Erwecke ein Monster. Dann kriegen wir 3, 3 Sterne. Hoffentlich kann ich irgendwas erwecken. Halt das, was ich erwecken will, das kann ich nicht erwecken. Ah, doch. Oh, guck mal, ich könnte Lucian erwecken. Den erwecke ich eh früher oder später. Juhu! Lucian Nummer 2. Sehr schön. Da hätte ich ihn eigentlich auch gleich ordentlich runen können. Aber okay. Dann einsammeln. Okay, abgeschlossen. Entwickle ein 5-Sterne-Monster. What? Entwickle ein 6-Sterne-Monster. Okay, hier kriegen wir ein 4-Sterne-Regenbogenmon. Und hier krieg. Gucken wir mal, was wir machen können. Ob wir das Quest abschließen können. Ich habe Chilling ja erst hochgemacht, darum auf 5. Wir fangen einfach mal. Achso, wir müssen den Krempel auch immer abholen. Annehmen. Oh, Regenbogenmon. Gibt's da ja gut. Das Video ist ein bisschen länger, aber. Nein, kein Platz. So, Lager.
Ich möchte jetzt mal gucken, also hier hätte ich genug Krempel mit Runen zum Aufwerten gehabt. Also, ich will ja. Hier habe ich noch einen Sian gelagert, den kann ich noch in Lucian dann stecken. Also jetzt so ein 6-Sterne-Monster aus dem Hut zaubern, das wird nicht gehen. Ich bin ein bisschen überfordert gerade. Na komm, wir machen es anders. Wir werden mal hier erstmal, wir fangen erstmal an. Ein paar der 3 Sterne zu trainieren. Wir wollen ja eh auch beschwören. Ach, wah, fuck, das sind 1 Sterne. Okay, ja, dann machen wir das natürlich so. So. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen jetzt noch die Beschwörungen und das, was man da hinten kriegt, ja, das müssen wir wann anders holen. Ah, da habe ich vorhin ein paar Mal den komischen Dungeon gespielt, aber mein Lager ist noch voll mit denen von Weihnachten oder wann das war. Darum werde ich mir davon nicht so viele holen. Und hier können wir noch ein klein Busy Platz schaffen. Nun ja, jetzt hauen wir die Beschwörung, die wir noch haben, raus. Das ist die legendäre und die 2 mystischen. Oh, das ist nett. Anubis? Gut. Gut. Den nehme ich. Der ist nämlich noch immer Food für mein Amanda. Ich glaube, der hat noch ein, zwei Punkte offen. Können wir gleich mal gucken, aber jetzt haben wir zum Abschluss des Videos die legendäre raus. Blitze kriegen wir. Und. Ne, 4 Sterne. Tyron habe ich. Nein! Okay. Ist natürlich auch nett, ist Magieritter für meine Lichtmagieritterin ein Skill ab. Aber sowas will man beim besten Willen nicht aus der legendären haben. Aber gut. Dann sag ich mal. Das war Monstertraining A bis C. Den anderen Krempel gehen wir natürlich auch noch durch. Ich bin gespannt, was es noch für Belohnungen gibt. Und darum sage ich, Leute, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.